12.01.2014. Der Filfo läuft den Nordeifel Ultra. Und läuft bestimmt nicht alleine. Ach, der muss aussetzen, weil das hätte er natürlich nicht mehr geschafft. Ja. Wir kennen doch die Strecke. Ja. Da haben wir Glück gehabt, dass der Bodenfrost nur diese Nacht des Kürzeren war. Ja, das ist unsere übliche Schlammstrecke vor Kloster Schwarzenbruch. Immer wieder ein Vergnügen. Also. Gerade so schön alle beisammen sind. Ja, im Moment sage ich. Aber ja, nächste Woche geht es beim Jochen weiter mit dem Schlamm. Wobei da heißt er Mocke. Nee, wir bleiben auf der Seite. Die Tragfähigkeit ist noch nicht dienstzertifiziert. Deswegen müssen wir hier bleiben. Aber Sonne und kein Wind, das ist sehr angenehm jetzt hier auf der Höhe. Wird es nicht so frostig. Foto oder Video? Ha, Video, was sonst? Ja, optimal. Haben wir Glück gehabt. Seitental raus. Hey, dein Filmchen war klasse. Ja. Winterstimmung im Kalltal. Da sieht man genau, wo die Sonne nicht hinkommt. So, wir sammeln uns nochmal. Bergab hat nicht jeder super Sprinttempo drauf. Zwischen Startgruppe und Zielgruppe ist halt einfach so. Thank you.
jede Gelegenheit wird genutzt, um sich zu bräunen. Was? Sophienhöhe, die Abraumhalde vom Tagebau Hambach. Ach, Monte Sophia. Genau, da ist die Monte Sophia. Da habe ich ja auch unangenehme Erinnerungen dran. Oh je. Ja. Der Fall, ja. Das kommt davon, wenn man auf matschiger Strecke an den Rand geht, um festzuhalten, dass wir vom Originalkurs heute mal abgewichen sind. Diesen Torbogen als Aussicht habe ich jetzt genommen. Ob man jetzt links rum oder rechts rum um die Kuppe läuft, ist wurscht. Mit Blick auf Winden. Aber hör schon mal, wir sind knapp unter 7 Stunden jetzt, ne? Ja, also wir werden sichtbar unter 8 bleiben. Das ist dann sicherlich der zweitschnellste Lauf. Und das Interessante ist, trotz der geringfügig wechselnden Besetzung, eine reichlich große Gruppe. Ja. Dass das so gut klappt, das ist ja klasse. Ja. Fand ich auch. Kannst mal sehen, was da für klasse Leute sind. Eine angenehme Gruppe. Oder? Jo, optimal. Ja. So, es geht an die Ruhr, die letzten 5. Und immer noch Sonnenschein. Wunderbar. Ja, hier teilt sich die Gruppe doch auf. Einige nehmen zumindest hier auf dem Abschnitt die trailigere Variante.